Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Wir checken heute mal meine Kriegsbase. Die benutze ich schon seit mehreren Monaten, würde ich sogar fast sagen. Und die hat sich bis jetzt sehr, sehr tapfer bewährt. Und zwar kriege ich meistens nur 2 Sterne. Und 2 Sterne sind zwar relativ einfach auf dieser Base, aber dafür sind 3 Sterne umso schwieriger. Wir schauen uns die jetzt mal etwas im Detail an. Ich habe hier, man sieht zum Beispiel, die Luftabwehren sind in einem Quadrat aufgestellt. Heißt, so ziemlich alles von der Base ist von den Luftabwehren abgedeckt. Die kommen praktisch überall hin. Das ist natürlich sehr, sehr gut für Luftangriffe. Aber sie bieten so in dieser Konstellation auch eigentlich einen relativ guten Angriffspunkt für Lavaloon, da die Lavahunde da sehr schön an die Seite praktisch hingesetzt werden können und dann direkt auf die 2 Luftabwehren hinzufliegen. Wenn die jetzt etwas komischer gestellt wären, dann wäre es vielleicht nicht so einfach, da eine Taktik dagegen zu planen. Die Clanburg steht etwas weit außen. Das ist aber leider aufgrund von dem Rathaus und den Mauern herum ums Rathaus so bedingt. Ich habe hier auch hier unten ein paar Sprungfallen hingestellt, die eigentlich Riesen davon hindern sollen, die Clanburg zu ziehen. Aber das hat leider bis jetzt noch so ziemlich nie funktioniert. Aber wie ihr nachher in einem der Replays sehen wird, gegen Cleaning-Truppen sind diese Sprungfallen hier draußen sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr wichtig sind diese Spots hier mit den Doppelriesenbomben drin, hier links unten und einmal hier rechts oben. Und es gab schon viele, die versucht haben, mir mit Schweinen zu kommen, aber bis jetzt hat es, glaube ich, keiner davon gepackt. Der einzige Angriff, der, beziehungsweise es gab natürlich schon 1 oder 2 3-Stern-Angriffe, darunter, glaube ich, waren die meisten Rathaus-10er mit Maxed King Queen. Aber es gab auch schon Rathaus 9er, die mich gedreisternt haben, zum Beispiel mit Golaloon von oben. Da bietet sich das natürlich an, da meine Königin hier sehr, sehr nah bei der Luftabwehr steht. Und auch noch ein X-Bogen in diesem Bereich. Aber trotzdem hat das bis jetzt nur einer, glaube ich, geschafft. Die Luftfeger stehen nämlich auch relativ mittig und verhindern da auch dann anschließend, dass die Loons und die Hunde allzu leicht in die Base eindringen können. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Ich wollte besonders darauf achten, dass es in der Mitte von der Base sehr, sehr viele Mauern sind. Heißt, dass es auch schwierig ist, um das Rathaus herumzukommen. Hier außen steht ein Tesla und hier drüben steht ein Tesla, die beide von Mauern geschützt sind. Heißt, da ist es wirklich auch schwierig, wenn man diese Teslas besiegt hat, muss man erstmal wieder durch eine weitere Mauer durch, um dann wieder weiterzukommen. Es ist zwar so, gehen wir mal davon aus, der Gegner kommt von oben, dann cleant er hier oben den Tesla, den X-Bogen und vielleicht noch einen Mörser an der Seite, dann steht meistens das Rathaus relativ ungeschützt da. Und daher werde ich auch sehr, sehr häufig gezweisternt. Aber wie gesagt, dann sind eben noch genügend Mauern da und Verteidigungen, die eben auf der anderen Seite stehen, die dann den Gegner daran hindern, weiter in meine Base hineinzudringen. Und ich glaube, den Rest, wie sich das Ganze so verhält, das schauen wir uns am besten mit Live-Material mal an. So, wir starten gleich mal mit einem Angriff aus einem aktuellen Clankrieg, und zwar Abdel 007 aus dem Clan Algeria greift mich da gerade an. Und zwar mit Schweinen. Und da schaut er erstmal blöd, was da aus meiner Clanburg herausgekommen ist. Und zwar war da ein Loon und ein Packer drin. Ich habe mir nämlich gedacht, so ein bisschen Abwechslung schadet nicht. Und ein anderer aus unserem Clan hat es auch schon ausprobiert, mal einen Packer in die Clanburg reinzutun. Und da habe ich mir gedacht, mache ich das doch auch mal. Und jetzt setzt er seine Königin hier unten. Eigentlich so ziemlich kein Punkt in meiner Base kann von Bogies gesniped werden. Und der Packer schlägt einfach zu und one-hittet die Königin. Da hat der Angreifer, glaube ich, ziemlich, ziemlich blöd geschaut. Ein weiterer Magier geht drauf und jetzt hat er schon 2 Magier verloren. Er setzt noch weitere Magier, 3 weitere Magier, die versuchen, den Packer zu zerstören. Aber der Packer ist beharrlich und hält sich gegen die Magier und auch diese 3 gehen von dem Packer drauf.
Und jetzt ist er wirklich, wirklich am Überlegen, was er denn jetzt machen soll. Ein weiterer Magier läuft wieder in den Radius vom Bogenschützenturm rein. Und auch der letzte Magier wird gerade so noch von meinem Päcker zerstört. Der King besiegt ihn dann und jetzt kommen endlich die ganzen Schweine von unten. Und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist wirklich schwierig bei meiner Base, weil die Wege eigentlich immer durch die Doppelriesenbomben durchführen. Er wirft hier schon den ersten Heilzauber und auch der zweite und der dritte, die kommen meiner Meinung nach viel zu früh, weil wir sehen hier, die Schweine in der Mitte laufen jetzt alle wieder nach rechts zum X-Bogen und erst jetzt laufen sie da durch und genau da liegen die Doppelriesenbomben und eigentlich bleibt gar keine Chance für die Schweine dazwischen drin. Und obwohl immer nur ein paar die Doppelriesenbomben ausgelöst haben, waren meiner Meinung nach die Heals auch ein bisschen deplatziert und so bleiben viel zu viele Verteidigungen oben rum noch stehen und auch an den Seiten, als dass er mir da in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden könnte. Er fängt jetzt dann an, mit dem König und ein paar Magier noch von unten zu cleanen. Das sind die letzten Truppen, die ihm hier noch geblieben sind. Aber es sieht nicht so wirklich rosig aus. Bei 36% steht er momentan. Und wenn sich jetzt der Magier links weiter einen Weg bahnt, kommt er am Ende bei einer Kanone an. Der König läuft auch noch in dieselbe Richtung mit. In der Mitte steht noch ein Mörser, der, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, so als einzige Verteidigung da noch stehen geblieben ist. Aber die schafft es gemeinsam mit der Königin, die Truppen in der Mitte noch zu besiegen und sie werden auch meinem Rathaus nicht gefährlich. Der nächste Angriff von Kamel, MDZ, auch von Algeria. Das ist jetzt schon der zweite Angriff. Er weiß praktisch schon, was in meiner Clanburg drinnen ist. Und er lockt erstmal den Päcker und den Loon mit einem Kobold, beziehungsweise mit zwei Kobolden raus. Und hier sehen wir wirklich schön, dass jeder Spot herum um meine Base abgedeckt ist. Er versucht mit Bogis meine Clan-Truppen hier rauszuziehen, aber er schafft es nicht, da ich wirklich drauf geachtet habe, dass von den Bogenschützentürmen und den Kanonen alles zu erreichen ist. Das heißt, er entscheidet sich jetzt mit seiner Hauptmacht anzugreifen und da kommen Golem und seine ganzen Magier, König und Königin. Er sprengt einen Weg auf. Und wir sehen hier auch schön, die zwei Teslas arbeiten hier, Magierturm arbeitet, zwei Mörser arbeiten, Kanonen, Bogenschützentürme, ein X-Bogen. Also eigentlich ganz ordentlich hier von den Verteidigungen, die da gerade angreifen. Die Riesenbomben sind auch super explodiert, nehmen einige Magier mit. Und ein großer Teil der Truppen läuft oben herum und nur ein kleiner Teil der Truppen ist in die Mitte gelaufen. Und wir sehen auch, dieser Sprung in der Mitte bringt zwar die Truppen ein, zwei Räume weiter, aber danach ist auch wiederum Schluss. Die Königin steht jetzt praktisch in diesem Bereich und snipet jetzt noch die Luftabwehr ab. Aber jetzt steht sie da auch und kann praktisch nicht mehr durch die Mauern durch, da sie von mehreren Wänden noch umgeben ist. Sie müsste praktisch durch ein, zwei jetzt noch durch, um dann überhaupt an die nächsten Verteidigungen zu kommen. Oben herum gibt es noch ein paar Hexen, die noch angreifen und jetzt geht gerade noch der Tesla down, der Königin noch gefährlich geworden ist. Und im Endeffekt ist es jetzt nur noch etwas Cleanup, aber auf 3 Sterne wird er mir eigentlich nie gefährlich, auch wenn es die gegnerische Nummer 5 ist. Also das war, glaube ich, ihr stärkster Rathaus 9er, der mich da angegriffen hat. In der Mitte noch ein Magierturm, der sein Werk verrichtet und die Loons am Boden, die Loons unten beim Magierturm sind jetzt auch gerade noch von der Luftabwehr besiegt worden. Und das war's auch mit diesem Angriff. Keine Chance auf 3 Sterne, obwohl das ein zweiter Angriff war und er schon gewusst hat, was eigentlich in der Clanburg drinnen ist. Der letzte Angriff für heute ist aus einem vorherigen Clan-Krieg gegen Merged Army 1 und zwar von der Nummer 8 Dana, die auch im zweiten Angriff etwas weiter unten angegriffen hat. Hier mit einem Mix aus Golems, Zauberern, Pekkas und auch noch ein paar Walküren und ein paar Schweinereiter sind dabei. Sehr, sehr interessante Kombination. Und ihr seht auch hier wieder, der Sprung bringt zwar die ganzen Truppen in das eine Gebiet weiter, aber danach ist auch wiederum Schluss. Jetzt sind aber hier in diesem Gebiet die wirklich die schwierigen Verteidigungen
zerstört worden. Das heißt, die zwei Magier haben da oben jetzt ihre relativ gute Chance und können das Rathaus noch mitnehmen. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Schwäche von meiner Base, dass da das Rathaus relativ leicht fällt, wenn auch nur von einer Seite her ein paar Verteidigungen gecleant wurden. Oben läuft jetzt noch ein Packer rum, der noch von einem Tesla malträtiert wird, genauso wie der Magier. Und in der Mitte sind auch gerade die letzten Truppen gestorben. Und die 24er-Königin, was eigentlich ziemlich hoch ist, cleant noch links außen. Und von rechts kommen jetzt die Schweine und noch ein paar Magier und ein verbliebener Wutzauber, der da noch zurückgehalten wurde. Keine Ahnung, was Dana damit noch bezwecken wollte. Und ein paar Verteidigungen fallen noch, die Königin ist jetzt aber auch down. Und da werden noch die letzten paar Magier von meinen super gesetzten, wusste ich sofort, dass die da hinlaufen, Sprungfallen ins Jenseits befördert. So, das war's schon wieder. Ich hoffe mal, euch hat die Episode gefallen. Ihr dürft gerne Vorschläge für meine Base posten, ob ihr irgendwie Ideen habt, ob ihr auch schon gute Erfahrungen mit anderen Bases gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder auf Mazes Clash Channel einschaltet.